Und hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play DNS Tech Pack Together mit den Kirschi LP und sonst niemandem. Yippie! Es da ist 11.26 Uhr in der Früh. Und da wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen Zeit haben, haben wir uns gedacht, nehmen wir jetzt mal ohne die anderen auf, die sind noch nicht da. Und deswegen, wir haben ja einiges zu tun und es wird auch jetzt gleich noch einiges erklärt auch, was in der Zwischenzeit vorgefallen ist. Und du darfst dir kurz mal erklären, was du jetzt so vorhast. Ja, also ich werde mich jetzt grundsätzlich darum kümmern, dass dieses Haus endlich mal stehen wird und wir ein bisschen mehr Stromproduktion haben, ohne dass wir die ganze Zeit irgendwas verbrennen müssen. Großteils werde ich dort auf Solarenergie gehen und, wie gesagt, Hausausbau. In der Zwischenzeit habe ich die ganze Zeit hier Rubber gesammelt und das mal verarbeitet mit Hilfe des Extractors und Steine gebrannt. Seht ihr hier, die Öfen laufen gerade die ganze Zeit auf Vollpower und jetzt bist du noch dran. Ja, also ich habe hier ein bisschen den Rest eingebrannt. Ich habe auch noch vieles gelassen. Also das waren halt so hier so ein paar einzelne Erze, so 6-7 Stück Erze. Ich habe mir gedacht, die rendieren sich jetzt nicht wirklich einzuschmelzen gleich. Wir haben hier die Kisten ein bisschen umgeordnet, dass jeder eine spezifische Kiste hat, wo er seine Sachen lagern kann. Außer hier haben wir eine Interact-Kiste und sonst, ja. Der hat noch keine gekriegt. Ja doch, dir gehört jetzt die obere da. Nee, das ist die Aussortierkiste. Achso, nee, ich habe hier momentan die Kiste für mein Zeug, was ich jetzt gleich vercrafte. Und hier die Steinkiste. Ich habe übrigens die ganze Zeit falsch eingeordnet. Dann, der lieber Florian hat hier den ME-Controller und ME-Drive gebaut. Ja, dann lasse ich den jetzt lieber mal noch weg, wenn du gerade das Haus baust. Also den baut man hier so total kompliziert mit Netaquarz und so, ich glaube. Können wir ja nachher mal machen. Ja, können wir mal später noch genauer drauf eingehen, wenn ich das nachher alles richtig einstelle und so. Dann war ich mit Florian noch schön Holz farmen. Da sieht man da hinten noch ein paar Barris. Da war eigentlich noch eine Kiste, die man nicht erkennt. Also hier haben wir noch ein bisschen Holz. Und dann habe ich gleich noch hier so Hopping Oakwood Barrel gebaut. Also wer Barris nicht kennt, die baut man hier aus normalem Holz und einem Slab. Oder man kann hier noch Splanks bauen. Das hau doch mal einen hin, damit meine Zuschauer die auch mal kurz sehen. Warte, ich baue ihn gleich mal über den Ofen, weißt du, wird er hinkommen. Also Barris bringt einfach so, man kann da 64 Stacks von einer Blockart lagern. Und das ist halt, hat halt der Vorteil, man kann einfach sehr viel, also von einem Item sehr viel auf einem Block lagern. Und dieser bringt jedoch, dass die nach unten gleich durchgegeben werden, dadurch der Hopper. Man hat's, also er kann von oben... Man hat es gerade gut gesehen, als ich die Holzkohle reingeschmissen habe. Ich schmeiß nochmal 7 weitere rein, dann sehen deine Zuschauer auch mal. Und die hüpfen dann auch, das bedeutet, sie gehen nach unten durch. Und das Gute ist, da das oben und unten Hopper so gesehen hat, kann man oben drauf auch eine Kiste stellen und da alles durch. Und dann wird das einzeln durchgegeben, beziehungsweise zwischengelagert. Also er kennt, wenn unten das Inventar voll ist, lagert der. Also das wird definitiv später, wenn wir auf Steve Cards gehen, das Standard-Bauwerk, weil damit werden wir dann nämlich unsere Holzkohle herstellen, denke ich mal, wenn wir nicht genug Material haben fürs ME-System, um das auszuweiten. Mich nervt allerdings gerade das Lied, was in meiner Playlist läuft. Ja, ich habe es geschafft, mal wieder eine Playlist am Laufen zu haben. Hier. Ach ja, ich soll vielleicht auch mal meine Musik anmachen, so nebenbei. Das vergisst man immer irgendwie, ne? Ich meine, normalerweise spricht man ja, aber ich finde, Minecraft ist halt so ein typisches Spiel, wo man im Hintergrund gut mal Musik laufen lassen kann, wenn man am Bauen ist und nicht so viel reden möchte. Wobei, Let's Plays leben vom Reden, also daher werden wir natürlich reden. So. Ja. Also, ich habe jetzt mal hier so schnell die Steel Pickaxe gemacht. Wieso habe ich das jetzt gerade mal so gemacht aus dem Stahl, was ich letzte Folge gemacht habe? Da wir ja das nette Netherohr da abbauen müssen, dieses Dings. Können wir ganz kurz schlafen, weil ich gleich auf die andere Insel rüber muss und dann sind da wieder tausende Creeper. Mehr können wir machen. Mal gucken, ob da diesmal ohne Bug funktioniert. Kann also ich bei mir, klappt. Mir schön was zu trinken schütten. Ja, hat funktioniert ohne Probleme. Gut. Gut, also ich muss mal schnell zur anderen Insel rüber. Und ich muss unbedingt mal meinen Kabelkram hier auf dem Schreibtisch orten. Ey. Ich muss unbedingt mein neues Mikrofon haben. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen. Das Mikrofon, was ich haben möchte, das hoffentlich so gut ist, wie das angepriesen ist. So. Holst du wieder einen Stand? Ich hole mir dann den richtigen Großmembraner.
Achso, ja gut. Ich habe momentan nur einen kleinen Membraner. Ich möchte gerne einen richtigen Großmembraner haben. Einfach, weil es schöner ist. Man hat den Schreibtisch was freier, als wenn man dieses Standmikrofon hier drauf hat. Und ja, bessere Aufnahmequalität halt, ne? Also ich meine, Ja, ich. mein kleines Mikrofon hat jetzt schon eine gute Aufnahmequalität, aber naja, kennt man ja. Na So. gut, also ich bin jetzt auf der anderen Insel. Hier stehen Barrels. Ich habe hier auch gerade nochmal das Rezept reingehauen, wie man ein Barrel macht für meine Zuschauer. Und ich habe natürlich kein Crafting Table, also bringt mir das doch hier. Ich habe sogar eins. Dürfte doch wahrscheinlich in der Nähe drin sein, oder? Ja, aber ich habe es hier auch schnell mal so So, reingelegt, weil da ich seht ihr hier. das Rezept für die Barrels. Also werden NEI benutzt. Die meisten Rezepte funktionieren. Forestry funktioniert momentan nicht richtig. Die Rezepte da beim sonstigen läuft das Ganze. Kann ich euch nur Gut, und dann empfehlen. habe ich mir da sowas ausgedacht gestern mit dem Florian. Dazu haben wir jetzt einfach mal ein Goldfurnace genommen, keine Ahnung. Also, wir hatten zu viel Gold und dann haben wir gesagt, ja, bauen wir uns einfach mal ein Goldfurnace, vielleicht ist der besser. Ist er Keine auch. Ahnung, was der bringt. Der verdoppelt, Und der dann hat haben eine wir uns. prozentuale Chance, Items zu verdoppeln. Oh, gut. Soweit Also, ich es da haben wir uns gekauft halt habe. sowas ausgedacht, hier mit paar Trichtern und alles und. Jedenfalls, der stellt dann automatisch Holzkohle her und dazu muss man nur mal hier die Hopper richtig hinsetzen. Vielleicht klappt es dann auch. Ich Und dann muss man weiß dann halt es nicht nur. zufällig, ob wir noch irgendwo Dirt haben. Ne, ich kann dir aber welches mitnehmen von der anderen Insel. Ich kann aber auch im Rüber kommen. Ja, ich bin ja eh gerade drüben, also ich würde dir halt. So. Bist du da auf Und der das. Insel, die ich da sehe, Richtung Ja. Desert? Ach ne, nicht da. Ich bin auf der anderen. Da noch eine? Ja, und auf unserer Hauptinsel halt. Alles in Minecraft ist ja eigentlich eine Insel. Ach, du bist auf dem Festland. Ja, eigentlich ist ja alles eine Insel. Nee, es gibt schon ein Festland. Ja gut, wir müssen ja sowieso da irgendwann anfangen zu ebnen. Das heißt, ich kann mir dann ja da mal ein bisschen dort farmen. Ja, ich hole auch gerade ein bisschen dort. Und wer es auch gerade wahrscheinlich schon gesehen hat, wir haben auch die Farm erweitert, dass wir ein bisschen mehr Melonen bekommen, da Melonen wirklich gut zum Essen da sind. Also die bringen einen Knochen, Hunger, Dings, Punkt. Sagen wir mal so, sie sind Und dauerhaft halt nachmachbar. Und die ja. bringen halt die ganze Zeit ein. Und man muss sich halt nicht viel drum kümmern. Also spätestens, wenn wir nachher Blockbreaker haben, dann hauen wir da automatisierte Farm rein und fertig. Und was auch cool an den Barrels ist, wenn Mit die Äxte zum Blockbreaker? Beispiel, wie wir hier gemacht haben, nicht angebraucht sind, also ganz normale Äxte, kann man die auch stapeln in Barrels. Blockbreaker. Random Things. Ist, glaube ich, aber. Weiß ich nicht, ob das so ist. Naja. Wollen wir mal gucken. Ja, man kann es ja auch mit Pisten machen, wenn es ist. Finde ich aber nicht so dolle. Also ich mache das lieber mit einem Blockbreaker, wenn wir schon ein Modpack haben. Mein, das Ja, andere ich ist war nur ein Vanilla. Vorschlag. Ach, Ja, also, ich ist ja baue nicht jetzt schlecht, der das, Vorschlag, was ich aber. eigentlich ganze Zeit vorhatte, und zwar eine Steel Pickaxe. Damit gehe ich in den Nether und gehe wahrscheinlich dann gleich mal sterben, dass wir alles verloren haben, was ich gerade arbeite. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich Und. mal zusammen in den Nether. Als Vorschlag. Und dann kann ich dich noch ein bisschen beschützen, während du die Scheiße abbaust. Ja, genau. Das Problem ist, das sind halt ganz besondere Sachen. Und ich muss eben erstmal nachschauen, wie viel wir davon brauchen. Jedenfalls, das findet man halt jetzt schon ab und zu, aber immer nur so einzelne Sachen, also nicht viel von einmal davon. Das ist das Problem. Nein. Du warst falsch. Du warst das Richtige. So, wir brauchen nämlich Manylium oder wie man es auch immer ausspricht, und da braucht nur 2 Kobalt und 2 Adenite. Da wird man wahrscheinlich dann auch 4 davon rausbekommen. Ist nur die Frage, wie viel wir eigentlich davon brauchen. So. Ja, sag Bescheid, wenn du rüber gehst, dann komme ich hier mit. Ja, also ich würde jetzt dann auch gleich gehen, also. Mein, das Haus ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass ich jetzt sofort da jetzt dran bauen muss. Das ist ja eine Sache, die dauert ja nicht so lange. Und es ist halt so. Lass mich überlegen, wie viel. Dann mache ich für uns beide jetzt mal so ein Set davon, oder? Ja, ich denke mal, wir sind so die Hauptpersonen, also wäre das auch mit am wichtigsten, dass wir die kriegen. Nur die Mein. Frage, ich habe jetzt noch nicht.
Doch, habe ich eigentlich, und zwar hier drin. Ich meine, sobald wir dann genug haben, dann gibst du denen halt mal die Steel Packings mit und lässt die anderen dann halt. Exerts, Schaufel, die brauchen jeweils einen. Dann nochmal zwei. Warte, jetzt muss ich rechnen. Also ihr bringt zusammen zwei. Kannst du mir eigentlich mal sagen, was das ist, was auf M drücken kommt? Also dieses chose a grave, you want to spawn, then you die? Nö, ich hab das nicht drin. Ich hab K-Config vollkommen umgestellt. Hm. Vier sind acht. Damit haben wir Schaufel, Axt und Spitzhacke. Ein Schwert würde ich jetzt ungern jetzt schon mal aus... Obwohl... Ja, weil ich hab halt noch kein Schwert-Dings, you know. Alles. Ich hab und die brauchen Schwert, aber die brauchen auch wieder end viel. Also wir bauen jetzt einfach mal viel ab und dann sehen wir es. Ja, warte, ich komm. Du kommst mal hier rein. Oh, Schweinepriester. Das war jetzt, glaube ich, taktisch unklug, sie anzugreifen. Ja, was wollte ich machen? Wenn die hier sind, dann sind die immer böse. Aber wir sollten vielleicht mal drüben hingehen und drüben ist eigentlich die Tür zu, die Eisentür, die ich schon gebaut habe. Hier haben wir auch schon die Kisten mit paar ja, Zeug. Genau, Eisentür ist zu, guck mal. Ja, dann hat. Ich war nicht mehr im Nether. Ja, ich auch nicht. Und Gast kann noch mal keine Steine sprengen. Oder haben sie es umgestellt? Ich weiß es nicht. Das ist doch direkt so ein Zeug, oder? Ja, Kobalt und Artenite. Dann lass uns hier lang gehen. Hier ist ein bisschen freier. Ich hoffe, die Schweinepriester greifen mich jetzt nicht an. Hier oben ist das nächste. Was ist das eigentlich für Soul Sand? Ja, wann kann man denn so schnell über Soul Sand laufen? Könnte man schon immer nicht. Und? Nein, sie greifen mich an. Okay, gut. Du gehst ab. Es ist nur die Frage, ob sie. Wow, Spinne. Können die irgendwie weiter springen oder so? Das sind Nether-Spinnen. Also, die sind auch relativ stark. Wow, ist hier ein Spawner oder was? Die sind direkt. Ach nee, das war bei mir letztes Mal auch schon so. Die spawnen dann aus einer raus. Mehrere. Bin gleich down. So. Würde ich jetzt sagen, ess erstmal. Also. Hier der Pikmin. So, jetzt schau mal, ob der Pikmin ausrastet, wenn ich das abbaue. Ja. Nee. Gut. Super. Da oben ist. Hast du das jetzt eingesammelt? Ich glaub schon. Ah, das ist ja irrelevant. Ja, hier, Adit. Hm? Adit. Soll ich Netherquarz jetzt auch abbauen? Ja, das kann ich doch besser machen mit einer Spitzhacke. Ja, ich habe auch noch andere dabei, so ist nicht. Ja, ich habe ja auch eine. Was sollst du dann alles nehmen? Ich mache dann hier den Netherquarz. Dann wird da doch jetzt schon unsere Sonderfolge hier einmal Nether. Hm. Ja gut, ist ja jetzt auch irrelevant. Oh, da hinten ist ein Gast. Wie viel brauchst du nochmal von dem Zeug, hast du gesagt? 4 und 4. Ja gut, einen habe ich jetzt im Inventar. Das ergibt 8, das müsste reichen, genau. Dann scheißen wir jetzt auf den Netherquarz. Geh mal ein bisschen weg vom Gast. Hier ist noch ein Nether. Da ist nichts. Was ist das denn hier bitte? Das sind die Wolken von Natura. Ein bisschen verbuggt, oder? Guck mal hier, das kann ich nicht abbauen. Kobalt, hier. Achso, das ist auch Kobalt, oder? Ja. So. Weil sonst hätten wir uns jetzt eine Diamantspitzhacke bauen müssen oder irgendwie so und dann nehmen wir doch lieber gleich das Stahl her. Also im Nachhinein günstiger als Diamanten halt. Ja. Meine, wenn das jetzt sowieso aus Kohle und Dingens machbar ist. Wir haben 2 und 2. Da hinten gehen wieder Spinnen. Spinnen mag ich gar nicht. Irgendwann machen wir eine Folge, wir hauen alle Klump. Und dann gehen wir hier mal voll auf die Viecher. Ja, das machen wir dann, wenn ich bessere Schwerter gebaut habe, auf jeden Fall. Und Rüstung. Und Rüstung. Kommt Hauptsache, die nicht, oder? Nee, ich spinne die will gerade nicht. Da hinten ist Lapis Lazuli. Ja, Lapis ist ja auch relativ wichtig, ne? Ja, aber die kann nicht. Die Netherfestung, damit wir mal jeden Scheiß kriegen. Was sind Blutleaves? Das ist von Natura, die Bäumchen. Ich hab eine Axt dabei. Da ist Blutbaum dazwischen. Ach, Skyberry Bush. Ja, das dauert aber ewig, das hier abzubauen. Wow. Skyberry, a little bit evil.
Slow Dive. Ja, keine das Ahnung. Soll was bedeuten? Keine Ahnung, mit und dann gucken wir weiter. So. Also ich kenne mich zwar in DNS aus, aber. Ja, sind ja auch viele neue Mods dabei gekommen. Da oben ist noch eine oben an der Decke. Was? Ne, Kobalt. Da müssen wir ganz schön hochbauen jetzt, ne? Ja, die sind jetzt nicht gerade sehr häufig vorkommend. Warte, ich hab Dirt dabei. Ich hab Netherrack. Geht schon. Ja, mach. Wir haben übrigens auch schon Glowstone, hab ich das schon gesagt? Ich hatte nämlich schon Glowstone habe ich in die Kiste schon reingetan. Fast ein Stack Glowstone das gesammelt beim letzten Mal. So, Netherrack sollten wir dann auch noch mal ein bisschen. Soul Sand hatte ich ja schon gefarmt. Nicht mal eben essen. Ich würde übrigens auch einen Igniter vorschlagen für das Höllenportal, dann können wir es ein- und ausschalten. Ja, könnten wir. Das wäre eine ganz nette Idee, weil dann braucht man das ja nicht immer anlassen. Oh, Magma Cube. Hier, ne? Ist auch noch Kobalt. Wo? Hier oben. Magma Cube ist übrigens gut, den hauen wir direkt mal zu Klump. Rosa, da. Da, okay. Muss ich nur gucken, dass ich nicht den Schweinepriester treffe. Jo, das wäre taktisch unklug jetzt. Du hast dir kein Eisenschwert gemacht, oder? Ich habe hier dieses Brute Sword von Tinkers Construct. Das ist echt schlecht. Ja, es reicht. Also es hält zwar lange, aber es ist eigentlich echt schlecht. Ja, das war jetzt halt zur Verfügung, also daher. Ja, da war auch noch eigentlich ein Eisenschwert. Einfach drin. Alles geschnappt. Was ist das? Creeper oder was? Boah. Wow. Okay, dann weiß ich schnell hoch. Dann weiß ich auch, warum unser Haus zerstört ist. Besonders sie gehen ja übel schnell hoch. Okay, ich bin dafür, dass wir ab sofort in der Hölle mit Obsidian bauen. Ja, also das müssen wir da. Ja, das geht ja dann jetzt. Ich werde auf jeden Fall jetzt dann auf jede Fälle richtig viel Obsidian holen. Ich bin weiter nach oben gegangen. Ich sehe dich. Ich komme. Weil da sind nicht so viele. Muss ich Glowstone hier essen? Hm? Ja, Glowstone weiß ich nicht. Ich hole mir das. Pass mal auf, ob die Viecher kommen. Nö, geht nicht. Dann war das nur bei diesem Nether Ores Mod. Mhm. Dazu gehört eigentlich auch übrigens schade, dass der nicht da ist. Frag mich, warum die den Nether Ores nicht reingepackt haben. Scheint. Der war ja irgendwie nicht geupdatet oder so. Ne? Irgendwie ist hier nicht wirklich was, gell? Gell. Außerhalb Quarz, aber Quarz weiß ich nicht. Ich habe jetzt 17 Quarz schon wieder. Ich meine, kommen wir da unten so wieder selten, raus. Dass wir das mitnehmen sollten. Ja, hier kommen wir wieder. War der Priester? Solange nur Schweinepriester sind, ist ja egal. Mhm. Was haben wir hier noch? Das ist wieder Blutwort. Was bist denn du eigentlich? Ach, das ist Ghostwort. Brauchen wir das? Nö, wir brauchen eigentlich gar nichts davon wahrscheinlich. Das ist einfach eine andere Holzarten. Das sieht voll wie Obsidian aus, die Leaves da. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Kannst du den? Ja, ich habe noch genügend. Entfernen? Kann alles nehmen. Okay, wie sieht's hier aus mit runter? Wir brauchen noch Artnite. Ja, dann würde ich sagen. Ich sehe es da ganz unten auf der einen Lava-Insel, zwei Stück. Ja, warte. Das ist, was uns noch fehlt. Wir müssen jetzt irgendwie runterkommen. Ja, das ist ja jetzt nicht das Problem, wenn man dort dabei hat. Da unten ist ein Creeper. Moment. Ich habe eine Idee. Erstmal darüber gehen. Dann sagst du, hier müssen wir runter bei dem Creeper. Wir müssen da einfach zur Insel runter. Da siehst du die eine im Lava. Was? Wo schießt einer? Ja, ja, ich weiß. Ich bin gerade beim Creeper gewesen. Hier sind übrigens Baby-Zombie-Pigments. Vorsicht. Ja, 1,5 Herzen. Erstmal wegrennen. Hast du den Baby-Zombie-Pigman gesehen? Jupp. Mist auf der Aufnahme. Toll. Super. Fällt einfach mal das Gravier runter. Ich habe gerade Gravier runterfallen lassen an einer Stelle, aber. Toll. Ich glaube nicht, dass das von mir war. Ja doch, sonst fällt ja alles runter.